Hallo und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich habe in der Zwischenzeit die restlichen 5 Lernpunkte alles auf 2 Hände rausgehauen und stehe jetzt hier im Hafenviertel von Corinnes. Und dort schauen wir uns jetzt erstmal die Karte an, die uns Nefarius gegeben hat, wo die Ornamente alle versteckt sind. Die sind gekennzeichnet mit diesen komischen Figuren da. Also einer ist auf Unas Hof, einer ist auf Lobards Hof. Ist das Lobards Hof? Ich weiß es nicht. Und dann ist noch einer oben in diesem Wald. Und dort gehen wir auch als erstes hin. Aber wir gehen dort nicht alleine hin, sondern wieder mit Laris. Das darfst du keinem erzählen. Er soll dir lieber den Mund halten. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. So viel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Okay. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Das habe ich nicht schon. Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Okay. Okay, lass uns gehen. Wohin? Und es wird noch viel schlimmer. In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Der erzähle ich gar nichts mehr. Und wieder mit Laris auf Jagd. Zu den restlichen Ornamenten müssen wir dann selber, aber die sind ja mitten auf solchen Höfen. Was du nicht sagst. Schlimme Zeit. Aber mit Laris kann uns nichts passieren. Weil Laris ist ja sowieso untötbar. Selbst wenn wir daneben stehen in einem Kampf und ihn alles machen lassen, passiert uns gar nichts. Das ist richtig geil. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Und ich bin gerade auch ein bisschen krank, das merkt man vielleicht. Meine Nase ist ein bisschen verstopft, aber ich hatte einfach so derbe Bock, Gothic aufzunehmen. Das ist unglaublich. Er redet einfach zu viel. Los, Laris, los. Und dort drüben liegt noch Mika, der von einem Ork erschlagen wurde. Na, Mika? Alles fresh? Hey, Laris, lauf nicht weg. Aber der Ork, ne, der hat mich verdammt erschreckt. Gehst du durch den Teleporter, was passiert? Du bist neben dem Ork. Der Ork müsste sich auch so gedacht haben. What the fuck? Also kleiner werden die Armbrüste nicht mehr. Die werden nur noch ein ganz klein wenig größer. Und schwarz. Ein Goblin. Du wagst dich was, Goblin. Los, Laris. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Ja, verdammt. Ja. Gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Ja, dann mach mal. Wald ist mir ein bisschen zu hart. Und er, der Ring des Wassers, er prügelt mir alles vor der Nase weg. Und ich sammle dann die Überreste auf. Bleib stehen, Laris, ja? Hm.
stürzt er sich einfach in den nächsten Kampf. Ein Mistvieh weniger. Ja, das hast du verdammt gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein guter Laris, du. Ein Wolf. Noch ein Wolf. Jetzt geht's in den Nebel. Oha. Was ist das? Keiler, ne? Ja. Boah, Alter, da hinten sind Wargs. Ein Mistvieh weniger. Alter Falter. Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Komm schon, weiter. Wo sind wir jetzt? Ah, schon fast da. Goblin-Skelette. Ja, dann mach mal. Ich mische mich mal lieber nicht ein. Mach schnell. Ich will dir so schnell wie möglich wieder weg. Okay. Ich raste aus, wenn hier noch mehr Viecher sind, ja? Da hinten sehe ich Wölfe. Heilkraut. Feuerkraut. Feuerkraut. Feuerwurzel. Oh, eine Steintafel. Alter, da sind Wargs. Holy shit. Alter. Oh. Gott, nein. Die machen Hundefutter aus mir. Kronenstöcke. Bringt uns aber eigentlich gar nichts. Wo ist der nächste Schalter? So. Speichern. Jetzt kritisch. Laris! Thank you very much. So. Den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Warte mal. Bleib hier. Okay. Wohin? Nee. Ich möchte nicht. Sonst gibt's hier gar nichts, oder? Wo genau bin ich jetzt eigentlich? Muss ich mal prüfen, doch. Aha. Okay, ich habe keinen Plan. Nee, jetzt habe ich nochmal die Karte aufgemacht. Verdammt!